Unspektakuläres, kaltes und graues Wetter in den vergangenen Tagen hier in der Region. Und damit grüße ich alle Zuschauer zum neuen Wettervideo. Wir blicken zuerst einmal auf das Wochenende, werfen aber danach schon mal einen Blick in die kommende Woche hinein, denn da kündigt sich wieder kaltes Winterwetter an. Wie das alles jetzt im Detail aussieht, klären wir in den kommenden Sekunden. Das Wochenende startet mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Zwar nehmen die Wolkenanteile im Tagesverlauf zu, doch es bleibt noch trocken bei 4 bis 6 Grad. Mit deutlich mehr Wolken und einzelnen Regenfällen gestaltet sich der Sonntag. Die Temperaturen steigen an und betragen 5 bis 8 Grad. Unterm Strich erwartet uns also ein ruhiges Wochenende. In der neuen Woche geht es beim Wetter ruhig weiter, die Temperaturen werden dann aber Tag für Tag weiter fallen. Tagsüber liegen wir dann bei um 0 Grad, vielleicht auch sogar darunter, und nachts geht es wieder in den strengen Frostbereich hinein. Minus 10 Grad könnten die Thermometer dann wieder anzeigen. Das sieht also wieder ziemlich knackig kalt aus. Zudem wird es dann wahrscheinlich wieder etwas sonniger werden, da die Luft dann aus Osten kommt. Das bedeutet, sie ist trockener, aber Schnee ist jetzt wirklich nicht ein großes Thema. Wir haben einfach trocken, kaltes Winterwetter zu erwarten. Mit diesen Aussichten wünsche ich allen Zuschauern ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Wettervideo wieder.